Okay, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tears of the Kingdom. Ja, wir müssen Greok besiegen. Gar kein Bock. Gar kein Bock, weil die sind schmerzhaft. Aber ich versuch's und dann, naja, kriegen wir wenigstens eine abgeschlossene Quest. Dann machen wir weiter in der Wüste, was wir da noch so machen können und dann haben wir's bald. Ja, dann muss ich mal überlegen, was ich dann am besten erstmal mache, ne? Brunnenquest, komische Feuerstein-Kack-Quest. Boah. Boah. So lange, bis es halt endlich mal erfolgreich war. Ja, natürlich die drei Drachen. Ich denke mal, die drei Drachen wären dann wahrscheinlich so das erste, was ich dann als erstes machen würde. So. Ah ja, da war damals meine Statue. Damals in der letzten Folge. Ja. Das waren noch Zeiten, Leute. Kommt mir so vor, als wäre es erst gestern gewesen. Und wo bin ich jetzt genau? Naja, okay. Ach, da, guck mal. Da chillt er doch schon. Der Gute. Das ist so ein Feuer-Duder. Ich habe immer noch keine neuen Eisdinger, glaube ich, ne? Brrr. Eisfrucht. Aber die haben keine Autoverfolgung, ne? Flederbeißerauge, ja, das verfolgt zumindest. Ich brauche auch den Dreifachschussbogen, also eigentlich ganz praktisch. Wie viele habe ich eigentlich noch? 44. Ach man, das ist immer so traurig. Na los. Realisiere mich. Kann ich mir von hier so? Jo. Oh. Toll. Bin nicht so überzeugt. Oh Mann, ey, das kostet so viel Energie. So, oh. Ja, gut, machen wir so. Ich habe, glaube ich, die stärkste Waffe ausgerüstet, ne? Achso, das Schwert habe ich sogar wieder. Ich mach mal so. Okay. Was ist denn das Stärkste, was ich habe? Nach Angriffsstärke, ein antiker Dolch. Ich glaube, es funktioniert nicht, wie ich mir das vorstelle. Wow. Nee, oder? Es hat das Ding weggefetzt. Ich glaube es nicht. Ich glaube es ja wohl nicht. Dummer Wichser, das ist ja jetzt wohl, das ist jetzt, das glaube ich jetzt nicht. Alter, ich lade neu. Direkt schon keinen Bock mehr. Der Anfang lief auch so scheiße, weil ich da irgendwie übelst die Pfeile verballert habe. Boah, ich wollte jetzt gerade mein Masterschwert pappen und genau da macht er natürlich seinen dummen Windstoß, sodass es wegfliegt. Das ist ja wohl. Alter. Ah. Mach ich dann am besten mal direkt jetzt, ne? So. Flop. 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 So. Kann ich vielleicht hier so ein bisschen so damit dich da runterholen? Ich hab runterholen gesagt. Nicht so ganz. Sind nicht eigentlich für Kugeln oder so? Das ist Gestrüpp. Das ist Gestrüpp.
Wir haben jetzt direkt mal alle getroffen. Das ist ein Witz, oder? Nein! Alter, ich kotze im Strahl, Mann. Da kann ich nichts mit dir anfangen, da oben. Oh, ich hasse Kämpfe. Ah. Hilfe. Ah, ich will nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Oh, was ist immer wieder dumme Scheiße passiert? Meine Fresse. Muss das sein, frage ich euch. Ich kann direkt von unten ein bisschen auf den Sack gehen, lustigerweise. Ich habe Lust, das zu probieren. Jetzt wahrscheinlich bereuen, aber, ne? Ja, oder auch nicht. Vielleicht war es ein Fehler, vielleicht war es aber auch genau richtig. Ja. Ach, cool. Okay. Ich spiele ein bisschen drunk gerade. Ich merke, ich wird auch gar nicht angezeigt, dass ich im Kampf bin irgendwie. Was da gerade los ist. Was ist das denn jetzt? Oh, Alter. Meine Fresse. Nein! Oh, ich kann das alles nicht mehr. Ich halte es nicht mehr lange aus. Mit meinen Kräften am Ende. Ich hoffe jetzt einfach weiter auf dich ein. Bis es nicht mehr geht. Kannst du einfach mal hier runterkommen vielleicht? Wäre das eine Option, du dummes Stück Scheiße? Anscheinend nicht. Oh, beweg dich doch mal hier. Warum hängst du da jetzt eigentlich fest? Hatte ich sonst auch, vorhin bist du auch runtergekommen. Danke. Und mich hörst. Wirklich. Ich weiß es zu schätzen. So, hier wird der wahre Damage verteilt. Oh Gott, ich muss ihn so häufig runterholen. Ich habe runterholen gesagt. Oh, ich will das nicht mehr. Ich habe wieder mal nichts zu fressen dabei, ne? Unfassbar. Eiertorte. Du mich auch. Oh, das war gut. Hm.
Ich habe keine starken Sachen mehr. Ist auch fast kaputt. Das war wenigstens gut. Oh. Muss es jetzt sein, dass du da wieder nach da oben gehst? Alter, ich. Wie viel Pech kann ein Mensch haben? Geh auch! Hallo? Okay. Ich hab fünfmal A gedrückt, dann ist er auch endlich hochgegangen. Okay, schon mal kurz umschauen. Ich glaube, ich am besten dahin, wa? Ein bisschen nervig, dass ich jetzt den Kopf nicht so effektiv treffen kann. Mal wieder. Bada bam. Toll. Aber warte. Es sei denn, kann ich wenigstens gut den abknallen. Oh, ich habe ihn direkt. Nee, habe ich. Ach, er ist tot. Okay. Oh. Anstrengender Kampf. Wenn jetzt nicht das droppt, was ich brauche, dann weine ich ein bisschen. Aber ist okay. Kriokherz. War neu. Also ich hatte damals scheinbar gar keinen bekommen. Uiuiuiui, ist das alles anstrengend. So, da ja, ne? Dann porten wir uns. Eieieiei. Scrollen. Das Griok-Herz. Ich markiere schon mal grün. Ganz gewagt. Brrr. Ich sage es euch, Leute. Ich sage es euch. Ich mache mir solche Sorgen. So, ja, retten. Hier, nimm das. Hier ist das einfach ein Griok-Herz. Wie um alles in der Welt hast du. Ich verschwende kostbare Zeit. Gib es mir bitte schnell, damit kann ich dein Leben retten. Sark, sark. So, Leben gerettet und jetzt werde ich wahrscheinlich noch 5 Dialogboxen zugespammt. Dank dir ist er jetzt vollkommen genesen. Nachdem ich dir mit einem Griok-Herz angefälschte Medizin genommen habe, waren meine starken Schmerzen weg. Du hast mich gerettet, vielen Dank. Ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir geholfen hast, meinen geliebten Void zu retten. Sark, sark. Bitte, ich möchte, dass du das annimmst. 300. Geil. Wir haben beschlossen, unsere Hochzeitsreise fortzusetzen. Dieses Mal werde ich ihm auf keinen Fall zu viel zumuten. Also dann, Savork. Jetzt wieder extreme Kälte. Ach, schön, okay. So, getrennt im Gerudo-Tal. Eingang zum Gerudo-Tal. Ich glaube, es ist hier schon irgendwo, oder? Eingang zum Gerudo-Tal. Markiert's doch einfach, ihr blöden Penner. Gerudo-Hochebene. Ja, toll. Okay, ist schon irgendwo hier scheinbar. Nee, hä? Doch, hier scheinbar. Ja, ich war quasi schon mal da. Muss ich 3 Leute finden? Ugh. Das ist wieder ein ätzender Weg nach oben. Naja, hier komme ich wahrscheinlich hoch irgendwie. Never fucking mind. Ah, ich vermisse Revali's Sturm.
Das war so toll damals. Einfach so, fiu, 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 und dann war ich einfach 5 Kilometer in der Luft. Es ist alles so traurig. So, an dir vorbei. Elegant. Und ganz charmant. So. Nur da muss ein Crocs irgendwo drauf, aber ist mir egal. Komm ich alle mal. So, ich hoffe übrigens, ich bin richtig. Schon, ne? Ja. Bam, 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 bam. So. Da war ich immer noch nie drauf auf diesen Ort hier, ne? Was ist denn das überhaupt? Okay. Auch wieder so eine kleine Kranzruine hier irgendwie. Dick-Dock-Hängebrücke. Hier pennen sie alle. Aber keiner hat eine Quest. Obviously, sonst wüsste ich es ja. Das ist ein Flipper-Automat. Flipper-Automat. Kaugummi-Automat, meine ich. Na dann. Nehmen wir den auch nochmal schnell mit. Da können wir ein paar nützliche Sachen hier. Nö. Pfostenrad, Rad, Reisekochtopf, Sprungfeder, Rad, Pfosten, Pfostenrad. Alles eher so semi-geil, aber gut. Jetzt haben wir jetzt einmal auf der Map, ne? Darauf kommt es ja an. So, und hier irgendwo ist jetzt die Quest, glaube ich. Interessant, Alter. Hier ist wieder so ein Ort, wo ich eben noch nie war. Ah, alles macht Blitz. Dingens, Kirchen, Bummens. Hier vielleicht? Ja. Quitt. Hey! Oh. Was fleißt du dich denn so an? Und ich dachte schon, dass alle meine Freunde zurückgekehrt sind. Auf der Straße durchs Gerudo-Tal haben wir meine 3 Freunde aus den Augen verloren. Zudem warten wir hier auf sie, doch bisher sind sie noch nicht zurückgekehrt. Sie brauchen bestimmt Hilfe. Sie sind das Reisen gewöhnt, deshalb bin ich sicher, dass es ihnen gut geht. Vermutlich suchen sie entlang der Straße in Höhlen und im Schatten Schutz vor der Hitze des Tages. Nachts entfachen sie sicherlich ein Lagerfeuer, um der Kälte zu widerstehen. Ach, sie sind bestimmt bald wieder da. Warte, einfach noch etwas länger. Ja. Einfach mal ohne großes Gelaber. Finde ich ganz super. So, 3 Personen wird's finden. Du hilfst mir bestimmt ein bisschen, aber juckt mir nicht. Oder auch doch, scheinbar. Halt! Mich verarschen? Wie wird das Klima unfreundlich? Senke der Hitze am Tag, lernen gerne bei Nacht. Gefährliche Bedingungen, da muss man genau wissen, wie man sich fühlt. Nur ein paar Fragen stellen, die ich beantworten kann. Okay. Ich war schon längst da. Hilft bei Kälte. Wasser über den Kopf. Ein Lagerfeuer. Dann kann man sich am besten abkühlen. Im Schatten. Welche Kochzutat hilft gegen Hitze? Frostling. Richtig. Letzte Frage. Welcher Ort? Ja, die Ruinen? Eine Höhle. Gut. Danke. Wenn du sie mit einer Waffe zerteilst und dich in den Nebel stellst, macht dir die Hitze eine Weile lang etwas weniger aus. Interessant, okay. Ich laufe einfach so durch, wie ich es schon die ganze Zeit tue. Es ist mir scheißegal. So, das erste ist schon direkt hier. Das erste. Das erste Person ist schon direkt da hinten. Bitte lauf einfach, du Spacken. In einer Höhle hier, glaube ich. Treff ich? Oh, ein schöner Zwackenball.
Ach, mehr wahrscheinlich. 27 Pfeile nur noch. Aua. Oh, hi. Udo. Hilfe, hier sind Echsenmonster. Das sind in der Tat Echsenmonster. Das hast du richtig erkannt. Druckwelle. Ach so. No. Witzig. Okay, habe ich eigentlich mal irgendwas Starkes zum Kombinieren noch? Ich glaube, das macht jetzt eigentlich irgendwie voll das Schwert kaputt, aber I don't fucking care. Ach so, der antike Dolch ist quasi wie die antiken Pfeile. Die ich auch ein bisschen vermisse, ne? Ich verstehe. Na gut. So, haben wir's. Wir haben's. So, my friend. You are free to go. Wherever you want. Back to your friends mit deiner komischen Brille da. Du bist ganz schön stark. Also tja, es mag zwar nicht danach aussehen, aber ich bin ein Leibwächter. Ich bin mit Freunden gereist, doch dann habe ich sie verloren. Beim Anblick der Monster war ich nicht wie gelähmt. Aber erzähl das niemandem, ja? Meine Freunde bekämen nämlich wohl auch Angst, wenn sie wissen, dass sie einen ängstlichen Leibwächter haben. Ich mache mich dann mal bald auf den Weg. Bis später mal. Bis später, Peter. So, weiter des Weges auf jeden Fall. Ich habe irgendwie aus Versehen Gutling gesammelt. Jetzt soll ich noch eine ganze Weile laufen. Oh, gar keinen Bock. Aber am letzten können wir uns dann porten, glaube ich. Macht die Sache ein bisschen einfacher, nicht? So, ja, schon noch ein bisschen weiter. Die Höhle da scheint es nicht zu sein. Der hat das Lagerfeuer da, wa? Ah! Oh. Na, brauchst du Hilfe? Bitte hilf mir. Ah, gerettet. Ich kann kaum glauben, dass mich hier überhaupt jemand gefunden hat. Ich verlor meine Freunde aus den Augen. Als ich nach ihnen suchte, sind mir vor Durst die Knie weich geworden. Falls du Wasserfrüchte hast, könntest du mir eine abgeben? Bitteschön. Passt, dass mir gerade eine gegeben wurde. Du bist ein echter Lebensretter, danke. Ah, jetzt geht's mir besser. Noch niemals in meinem ganzen Leben war ich so dankbar für eine Wasserfrucht. Damit komme ich wieder auf die Beine. Ich werde gleich mal nach meinen Freunden Ausschau halten. Vielen, vielen Dank. Okay. So, und die letzte Person ist irgendwo, ups, hier oben drauf. Ich, ja. Gehen wir von unserem kürzlich entdeckten Schrein aus dahin. Ich hoffe, dass das funktioniert. Gut. Ohne große Probleme. Aber wird schon. Da. Oh, scheiß Musik. Jo, dann. Scheiße. sieht alles nicht so toll aus. Na, vielleicht da. Schön wäre es, wenn ich direkt jetzt hier irgendwie. Naja. Ah, da kann ich. Ja, so schon mal nicht. Läuft doch. Irgendwie. So ein bisschen. Ich find's lustig, wie man dann so in der Nähe dann doch manchmal doch diese echt verpixelten Texturen so erkennt und merkt, das geht aber auch besser. Wobei geht es besser auf der Switch, weiß ich nicht. Ich mag diese Aussage zwar immer nicht, aber
Ich hab's mal getan. Hallo, Gorone. Hau ab. Okay. Ey, der hat das FIFA verscheucht hier. Was mir Geld bringt, potenziell. Das ist ja kackenfrech, Alter. Ungeheuerlich. Hier ist eine Höhle. Ist mir egal. Ich hab das Lager vorher schon gesehen. Da. Du hast auch eine Wasserfrucht. Arschloch. Verzeihung, könntest du mir helfen? Ich bin gemeinsam mit Freunden gereist, doch ich habe nicht aufgepasst und aus den Augen verloren. Ich habe sie überall gesucht, aber dann wurde es Nacht. Mein Lagerfeuer hat mich knapp vor dem Erfrieren gerettet, aber die Kälte sitzt mir noch immer so sehr in den Knochen, dass ich mich kaum bewegen kann. War es ganz schön unvorsichtig von mir. Ich wünschte, ich hätte einen Chili. Dann könnte ich was kochen, das mich wieder richtig aufwärmen würde. Bitteschön. Oh, das ist aber nett von dir. Wirklich herzerwärmend. Da brauche ich die Chili ja fast nicht mehr. Aber nur fast. Haha. Ich werde sofort mit dem Kochen loslegen. Danke nochmal. Dank dir bin ich endlich wieder auf den Beinen. Was das Reisen angeht, bin ich nicht unerfahren, doch dieses Mal war ich wohl etwas unvorsichtig. Jetzt sollte ich unbedingt zu meinen Freunden gehen, ich breche gleich auf. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich schulde dir einen großen Gefallen und das werde ich niemals vergessen. Schuhe. Okay. Komme ich irgendwie jetzt elegant wieder zurück? Ja, machen wir wieder da rüber? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Ja doch, geht schneller wahrscheinlich. Geht schneller wahrscheinlich. So haben wir das gleich auch geschafft. Dauert doch alles ein bisschen länger. Na gut, das mit dem Georg-Herz war halt ein bisschen Zeitfresser, ne? So, dann auch nur noch zwei Quests, die dann auch noch zu einem Überfluss, sehr ähnlich heißen, wahrscheinlich vielleicht dann sogar am gleichen Ort stattfinden, ich weiß nicht genau. Wir werden sehen. Der Weg kommt mir irgendwie bekannt vor. Weiß auch nicht so ganz. Oh. Ich hoffe, ich habe gerade nichts gedroppt. Man droppt ja mal ganz gerne Sachen, wenn man geblitzt Dings wird, aber ich glaube nur, wenn man die auch wirklich in der Hand hält, ne? Oh. Schade. Ich dachte vielleicht, der könnte irgendwo hin und dann gibt es einen Krog. Aber nee. Nee, irgendwie nicht. Kann er hier schon mal runter? Hui. Ach, juck mich nicht. Guck mal, den Kranzruin hier. Na, alle wieder vereint. Hallo, mir geht's gut. Achso. Ja. Nur mit dir reden schon, ne? Nee. Wer von euch ist jetzt der Questgeber gewesen? Schon du, ne? Ah, da bist du ja. Hallo, alle bei herkommen. Mhm. Alle meine Freunde sind zurück und du hast sie gerettet, nicht wahr? Ich danke dir von Herzen. Bitte nimm doch dieses kleine Geschenk an. Das ist gar nicht so schlecht. Wir werden unsere Reisen fortsetzen. Pass auf dich auf. Oh, das war alles, Alter. So wünsche ich mir jedes Gespräch in dem Spiel. Ohne Scheiß. Ich habe kurz Angst gehabt, dass die jetzt nochmal mit mir quatscht, aber nein. Gut, ja, perfekt. Dann weiter. So, die letzten beiden Quests heißen nämlich Hitze-Ausdauer-Wettstreit und Kälte-Ausdauerstreit. Sind wahrscheinlich am gleichen Ort, oder? Ja. Okay, wo genau ist denn das? Ah ja, okay. Neben dem... Ups. Labyrinth, also hier. Auf dem Morgana-Berg. Cool, da war ich ja eigentlich schon mal, ne? Unterwegs hin. Machen wir es wieder so. Ich kam da quasi schon dran vorbei. Mist. Naja. Aber da geht's schnell. Vielleicht schaffe ich ja beide noch. Das wäre super.
Ja, ich glaube, beim nächsten Mal machen wir dann, also je nachdem, vielleicht noch eine der beiden Quests oder beide Quests, wenn es zu lange dauert, fertig. Und dann, ja, werde ich mich mehr um die Drachen kümmern, ne? Dass wir die drei Schuppen holen. Das ist, glaube ich, so die größte Baustelle, plus die, die ich irgendwie auch am liebsten weghaben will. Weil das ja zum Beispiel auch noch in Verbindung steht, das ein Schrein, den habe ich aber, ne? Ja. Was wollte ich sagen? Habe ich vergessen. Ach so, da waren wir ja über hier oben, ne? Genau, da habe ich ja noch gesagt, hier, das ist so ein Zelt und so. Naja. Ja, was wollte ich sagen? Scheiße, ich habe den Faden verloren. Genau, die drei würde ich dann gerne abhaken. Und dann gibt es ja auch noch eine weitere Quest dafür, ne? Eine. Eine vierte Quest. Und ja. Ich denke, das ist ganz gut. Ich bin Darkon, Meister der Ausdauer. Und wenn du es bis hierher geschafft hast, musst du ebenfalls über eine Menge Ausdauer verfügen. Was sagst du zu einem kleinen Ausdauerwettstreit hier im widrigen Klima des Gerudo-Tals? Jetzt sind jeder 50 Rubine und der Sieger gewinnt alles. Na klar. Das wollte ich hören. Dann erkläre ich dir jetzt, wie der Ausdauerwettstreit abläuft. Bei diesem Wettstreit testen wir beide 50 Rubine und der Sieger gewinnt alles. Der Wettstreit findet da oben auf der Säule statt. Und zwar von morgen Abend an bis zum Sonnenaufgang. Okay. Es geht um nichts anderes als darum, die beißende Kälte zu ertragen. Du musst bis zum Morgen durchhalten, ohne den Boden zu berühren, sonst verlierst du. Wenn es aussieht, als wäre dein Leben in Gefahr, breche ich den Wettbewerb ab und du hast ebenfalls verloren. Noch ein wichtiger Hinweis: Spezielle Kleidung gegen Kälte zu tragen gilt nicht. Das wäre ja kaum eine Herausforderung. Deshalb findet der Wettstreit ohne Kleidung statt. Ansonsten kannst du machen, was du willst. Na, hast du die Nerven dafür? Na klar. Das gefällt mir. Da läuft mir ein wohliger Schauer den Rücken runter. Es wird ein harter Wettstreit, der Stück für Stück an die Substanz geht. Also sei bereit. Sag mir, wenn es losgehen kann. Habe ich irgendwas gerade hier? Hitzeschutz und so? Kälteschutz habe ich natürlich. Achso, Kälteschutz brauche ich auch, ne? 8 Minuten 40. Wird wohl gehen, ne? Warte mal, ich speichere mal vorher ab, bevor ich irgendwas falsch mache und mir das geklaut wird oder so. So. Na, dann kann es ja losgehen. Jawohl. Haha, gut, dann nehme ich jetzt deinen Einsatz, 50 Rubine an mich. Prima, ich verwahre das dann mal. Dann lass uns am Abend anfangen, bevor die Sonne untergeht. Ich hoffe, da gibt es jetzt einen Timeskip hin, sonst hätte ich ein Problem. Sehr gut. So, die Sonne geht unter und es wird kalt. Jetzt heißt es durchhalten, bis sie am Morgen wieder aufgeht. Also dann, los geht's. Ja, das ist auf jeden Fall die spannendste Quest bisher. Ich lege mal meinen Controller zur Seite, bevor ich aus Versehen rumlaufe. Ja, ne? Ja, ist er denn, der sagt irgendwann einfach so, fällt runter oder so. Ja, ne? Das ist auf jeden Fall eine Quest. Anspruchsvoll. So rot, ne? Blutmond? Das wäre lustig. Naja. Ja, Leute. Ich kann nicht viel erzählen eigentlich, weil ich habe ja gerade schon erzählt, so ein bisschen was wir beim nächsten Mal machen. Naja, dann schaffen wir wohl auch nicht mehr den weiteren Test. Es sei denn. Ja, wobei, vielleicht doch. Jetzt schaffen wir doch noch eben beide Wettstreits, weil der hat halt auch den nächsten direkt. Das Problem ist natürlich, dass ich irgendwie auch was gegen Hitze haben muss. Ich weiß es gerade nicht, aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall, ja, beim nächsten Mal ballern wir dann die nächsten beiden Drachen mal eben ab, klauen. Ich hoffe, das klappt gut. Dann können wir die alle drei abgeben, dann diese Muttergöttinnenstatue besuchen und dann kriegen wir dafür eine coole Belohnung. Dann haben wir das alles abgehakt. Ja, ich denke mal, dann werde ich mal ein bisschen nochmal hier den Feuerstein-Dude versuchen, dass das vielleicht auch noch abgehakt ist zumindest. Weil ich halt so fett keinen Bock auf die Brunnen habe, werde ich das, glaube ich, erstmal nach hinten verschieben und dann erstmal wirklich die Schreine suchen. Da habe ich mehr Bock drauf. Klar, Brunnen ist halt irgendwie auch, keine Ahnung, vielleicht erste Arbeit, dann das Vergnügen, aber naja, irgendwie will ich die Schreine machen. Und vor allem, wenn ich alle Schreine habe, ist ja auch nicht irrelevant, dann gibt es ja auch nochmal eine Quest dafür. Ne? Ja, die letzten paar abhaken. Vielleicht versuche ich die beiden Kochtöpfe, die ich auf der Map habe, ich glaube zwei sind es noch, auch nochmal einmal selber zu finden. Aber wenn mir das dann zu blöd ist, dann gucke ich halt nach. Ja, dann muss ich auf jeden Fall irgendwie eine Karte mal raussuchen, das dann abgleichen, wo dann die fehlenden sind. Das werde ich dann wahrscheinlich mal offscreen machen, dass ich zumindest einmal quasi die Punkte auf der Karte markiere. Auch mit Kochtöpfen, dass ich dann schon mal genau weiß, zumindest wo die alle sind. Und dann begebe ich mich halt erstmal alleine auf die Suche. Versuche die selber zu finden. Und wenn das nicht klappt und ich nicht fündig werde, dann
Wird gegoogelt. Genau. Oh, es ist langweilig. Oh. Ich könnte dich jetzt auch rauskippen, aber es gehört jetzt irgendwie dazu, deswegen denke ich mir so, nee, Alter. Ich öffne mal mein Handy. Was gibt's denn hier Schönes? Was ist das denn? Aha. Komische E-Mails, die ich hier kriege. Aber ist egal. Ich habe ein paar Nachrichten, die ich mir mal angucken könnte. So. In unserer WhatsApp-Gruppe von der Arbeit wird sich wieder mal... Naja, wir haben ja darüber geredet, dass der Lohn mal wieder nicht ankam. Rechtzeitig. Bei mir natürlich auch nicht. Wovon geht ihr aus? Ach ja, ach ja, ach ja. Aber ist okay. Ich habe noch genug auf dem Konto. Auch wenn der Urlaub teuer war. Ich kann dir direkt mal in mein Konto danach gucken. Wie viel hat der Urlaub mich jetzt eigentlich gekostet? Also was ich alles bezahlt habe. 4,70 Euro. Boah, wo waren das? Naja. Also, da sind wir bei 170 Euro schon mal. Bei 175 Euro. Ich kann nicht rechnen, leider. Ja, so ungefähr 320 Euro. Ein bisschen weniger, als ich dachte. Das sind die spannenden Sachen, ne? Ja, ja, ja. Naja, naja. Ja, das Video auf jeden Fall. Ich habe noch nicht angefangen, aber bald vielleicht. Mal gucken. auf jeden Fall wird da was kommen. Ja, aber geduldet euch bitte. Ich lasse mir da Zeit. Ich, es soll ja auch gut werden und ich will mich da nicht zu überanspruchen. Hälfte geschafft. Oh Gott. Er fängt an zu frieren. Also mir geht's immer noch hervorragend. Das Problem ist natürlich, dass ich auch nur noch 4 Minuten Kälteschutz habe. Was rein? Wie lange ist denn? Eigentlich ist es auch 5 Uhr morgens dann immer eigentlich. Sonnenaufgang oder nicht? Danach würde das ja genau reichen. Na, mal gucken. Ich habe ja noch zur Not mehr gegen Kälteschutz. Ich hoffe, ich darf das auch mitten im Gefecht nehmen. Ansonsten muss ich den Rest mit den Herzen irgendwie aushalten. Hätte ich mal vorher was konsumieren sollen. Naja. Ach ja. Ja. Zelda. Zelda, Zelda. Ne, ich habe auf jeden Fall jetzt auch den Plan, auch wirklich es zu schaffen, bis zu meinem nächsten Urlaub. Nein, nicht Urlaub, aber bis zu meiner Exkursion, die ja in einem Monat ungefähr ist. Auch dieses Spiel hier auf jeden Fall zu beenden. Sollte machbar sein, denke ich, ne? Wie gesagt, jetzt so letzten Quests, letzten Schreine und so. Das, was ich gerade alles so erzählt habe, machen wir. Und dann auf jeden Fall, oder würde ich halt gerne noch diese Villen der Weisen finden, weil ich auch einfach mal sehen will, was das so ist, wenn man das geupgradet hat. Und ja, ich denke, dann reicht es. Der Untergrund ist mir egal. Vielleicht werde ich das irgendwann mal in Streams machen, einfach mal ein bisschen den Untergrund erkunden. Bis ich so 2 Stunden streame und dann merke, boah, das macht so keinen Spaß, ich lasse es. ja, ne? So in etwa. Ja, Crocs sowieso nicht. Es gibt aber zu viele Sammelobjekte. Das ist schon echt ein bisschen ätzend irgendwie. Das, hindert mich ein bisschen daran, wirklich viel sammeln zu wollen. Bei Breath of Wild ging's ja noch, ne? Da waren es halt die Crocs, wo du ja dachtest, ja, okay, das mache ich halt nicht. Aber sonst gab's ja eigentlich gar nichts, wenn man mal so überlegt, oder? Also, klar, es gibt... Dies gibt es hier anscheinend wohl auch, habe ich gesehen. Wieder diese Ivarok und Hinox-Medaillen. Die habe ich halt im Stream gemacht, ihr erinnert euch. War okay. Eigentlich, klar. Aber ansonsten gab es ja eigentlich nicht so viel zu sammeln. Wirklich, ne? Die Crocs. So. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Ich glaube, ich habe ja zumindest jede Rüstung gesammelt. Das ist vielleicht nochmal eine Sache, wo ich auch nochmal nachgucken will. Dass wir vielleicht nochmal ein bisschen Rüstung sammeln. Mal gucken, wie viel mir da fehlen und wo man die so findet. Ich glaube, es gibt da auch wieder ein paar coole Rüstungen noch mehr, die so Link anders aussehen lassen.
wie in alten Spielen, ne? Das Wind Waker Kostüm, Wind Waker sag ich schon. Das Link's Awakening Kostüm war ja schon. Ich glaube, es gibt noch mehr. Die aber aus irgendeinem Grund dann nicht mit Quests verbunden sind. Warum auch immer. Ja. Das ist eine Quest, ey. Ja, vielleicht mache ich das dann gleich den nächsten Wettstreit. Der wird wahrscheinlich genauso sein, dass ich den da mir mache, aber dann mal eben rausschneide, damit die Folge nicht zu lang geht. Ach ja. Verflixt, sieht aus, als hätte ich verloren. Ja, Loser. Einfach gestorben. Du ein Idiot. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Wettstreit verlieren könnte, aber ich erkenne deine Ausdauer an. Du hast gewonnen, also gehört unser Wetteinsatz dir. Bitte sehr. Geil. Aber es ist noch nicht vorbei. Meine wahre Ausdauer zeigt sich erst bei singender Hitze. Lass uns nächstes sehen, wer von uns die Hitze am besten verträgt. So einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Ich werde auf dich warten. Haha. Okay. Ich guck, ich nehme die schon mal an hier. Komm, gerade recht. Was sagst du einem Sonnen? Aber klar. Das höre ich gern. Die Regeln sind, bleiben gleich und du hast der Wettstreit morgen bei Tagbeginn und jeder von uns 150 Rubine setzt. Ich bin dabei, Mann. Es wird ein harter Wettstreit, das Stück bestimmt, sei bereit, sagen wir, wenn es losgehen kann. Okay. Ich hoffe, ich habe was gegen Hitzeschutz. Ja, Brandschutz. Hier, Hitzeschutz 5 Minuten 50. Habe ich noch was in der Richtung? Ich glaube nicht, ne? Müssen 5 Minuten 50 reichen. Ich weiß nicht, ob es reicht, tatsächlich. Ja, komm, dann, nehme ich das einmal, damit ich full heal bin. Und dann gönne ich mir das. Wobei, warte mal, speichern. Ja gut, die Heilung ist jetzt weg, aber egal. Nicht so schlimm. So, aber auch sofort quatschen, damit es direkt losgeht. So, jawohl. Aha! So. Ich verwahre das. Wenn ihr den Höchstchen erreicht. So, ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lang. Vielleicht lasse ich es dann doch jetzt einfach mal drin. Donner geht auf, es wird langsam heiß. Das heißt durchhalten, bis der Mann wieder untergeht. Also dann, los geht's. 8.30 Uhr. Oh, ich muss viel länger durchhalten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch was nehmen darf, ne? Das wäre nochmal spannend zu wissen. Nicht, dass er mir dann gleich sagt, während des Vorgangs hier. Naja, schauen wir mal, ne? Ja, so muss ich mir dann halt irgendwie was Hitzeschutzmäßiges kochen. Ich weiß halt nicht genau, wie man das macht. Doch, eigentlich schon, ne? Wurde mir ja gesagt, mit Frostmelonen oder so. Frostmelonen gehen wahrscheinlich auch nicht hier. Wie heißen sie denn? Wasserfrucht, so, das wollte ich sagen. Naja. Ja, ne? Huiuiui, Leute. Es ist wirklich eine sagenumwobend spannende Quest. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht verkackt er nach ähnlich langer Zeit wie letztes Mal. Na gut, 8 Minuten hat er schon durchgehalten, ne? Das war schon ein bisschen nervig. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen im Menü navigieren und irgendwie so, weiß ich nicht, mal da gucken. Aber es geht ja nicht. Dann geht die Zeit ja nicht weiter. Aber vielleicht steht ja hier, wie lange man durchhalten muss. 12,5 Minuten. Ach du Scheiße. Ach nee, warte mal. Ach nee, doch nicht. 8 Minuten muss ich durchhalten. 8 Minuten. Ja, wie viel hatte ich jetzt? 5,30 hatte ich, ne? 2,5 Minuten. Ja, vielleicht reichen sogar die Leben einfach für 2,5 Minuten. Um 16.30 Uhr kippt er um. Spoiler, tut mir leid. 6 Minuten also noch. Das wird eine extra lange Folge.
Ja. Na, wir werden sehen, ne? Sechzehn Uhr dreißig. Waren es vorhin auch 8 Minuten? Ich glaube schon, ne? Der Kerl ist nicht schlecht. Ja, ich weiß. Ich würde sogar behaupten, ich bin gut. Ja, ich krieg langsam Hunger, so privat. Ich glaube, ich werde mir gleich erstmal schön was zu essen reinschaufeln. Also erstmal muss ich was kochen und dann muss ich es mir reinschaufeln. Ja, ne? Ich kann nicht viel erzählen. Gibt nichts Spannendes zu erzählen irgendwie. Oh, das ist nervig. Ach ja, ach ja. Zelda, Tears of the Kingdom. So langsam reicht es mir auch, ne? So langsam möchte ich das Spiel wirklich am Ende zuführen. Und wir tun es ja auch langsam. Es kommt zwar wirklich noch so ätzende Sachen. Es ist halt. Also eigentlich ist es nur die Brunnenquest. Diese dumme Brunnenquest. Also ich weiß nicht, wer sich die ausgedacht hat. Aber macht halt keinen Spaß, ne? Sagen wir mal, wie es ist. Aber es ist eigentlich auch eine Sache, die ich halt offscreen mal machen muss. Einfach mal alles markieren. Alle Orte, an denen die Brunnen sind, die mir noch fehlen, das kann ich ja zum Glück rausfinden. Markiere ich mir die alle. Das ist quasi wie eine Sammelquest. Und eigentlich sind es ja auch gar nicht so viel. Und dann klappern wir die ab. Theoretisch, ganz ehrlich, ist es ja so langweilig. Ich werde ja nichts finden auf dem Weg. Wobei, vielleicht finde ich doch irgendwo was, ne? Ich habe überlegt, ob ich es da komplett rausschneide. Ja, mal gucken, wie ich das dann mache. Wenn ich dann alle Punkte habe. Also ich werde es direkt auf der Karte halt alle markieren, wenn ich genug Marker setzen kann und das dann abarbeiten. Und ob ich dann quasi zwischen den Einzelnen das rausschneide, muss ich mir dann nochmal überlegen. Aber ja, irgendwie passt das schon. Mehr als eine Folge wird es auf jeden Fall nicht in Anspruch nehmen. Das sage ich euch. Dann haben wir den Blödsinn auch geschafft. Na, vielleicht mache ich das doch erstmal bald. Damit ich das dann einfach so von der Backe habe, ne? Das Nervige. Erst die Hälfte rum. Oh oh, naja, nicht wirklich. Du hältst nur noch 300 Minuten aus. Er struggelt schon. Das ist spannend. Aber schön, dass ich mir die Quest irgendwie für den Schluss aufgehoben habe. Also Schluss in Anführungszeichen. Ja, jetzt haben wir zumindest alle Quests im Inventar. Ne, eine fehlt, ne? Von den drei Statuen-Quests, aber. Ja, das sehe ich nicht. Achso, und natürlich die für die Schreine. Lüge. Also zwei Einträge wird es noch geben. Aber dann war es das. Dann war es das. Drei, zwei, eins. Oh, so 2 Minuten. Ja, 2 Minuten werde ich ja wohl hier aushalten. Jetzt so blop, 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 blop. Oh, Scheiße. Oh, Schatten. Da fliegt einfach mal ein Schatten vorbei. Perfektes Timing. Sehr nett. Oh, da verschwindet er leider wieder. Aber ist okay. Der hat mir auf jeden Fall eine halbe Minute mehr Zeit gegeben. Zu sterben. Oder zu leben, eher gesagt. Aua. Weiß ich genau, ab wann er das dann abbricht. Aber ich glaube, diesen Punkt werde ich längst nicht erreichen. Ich nehme lieber nichts aus dem Inventar, sonst sagt er noch, ey, das ist verboten. Wir werden überhaupt nur die drei Herzen da verlieren, ganz ehrlich. Machen wieder Schatten. Aber nur sehr kurz, leider. 50 Minuten schon geknackt in der Folge. Lange her, als es zuletzt der Fall war.
50 Sekunden noch. Ich glaube, es ist Echtzeit, ne? Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wirklich eine ganz toller Test hier. Wie lange halte ich es aus? Schon bescheuert. Jetzt, ich verliere ein Herz. Stopp, stopp. Dir geht's nicht gut. Ne, ich denke mal, ihr habt ein Herz oder so. Oder weiß ich nicht, ihr habt drei Herzen oder so, würde was sagen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt verreckst du halt erstmal in ein paar Sekunden. Irgendwie ist gerade Schatten anscheinend. Ich weiß nicht warum. So, stirb. Verflixt, sieht aus, hätte ich verloren. Bäh, tot. Mann, 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 das war bescheuert. Naja, egal. Ihr könnt, aber ich kenne den Ausdauer. Du hast gewonnen, also gehört unser Wettansatz dir, bitte sehr. Also habe ich 200 Rubine quasi durch beide gewonnen. Nett. Ich muss für meine Ausdauer noch weiter stehen, das erfordert hartes Training. Zuerst werde ich versuchen, so weit nach Norden zu gehen, wie es möglich ist. Und damit begebe ich mich nun auf eine Reise, an deren Ziel mir eine verbesserte Kondition winkt. Lebe wohl! Ja, lebe wohl ist ein gutes Stichwort, Leute. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Was wir beim nächsten Mal machen, habe ich schon erzählt. Genau, die drei Schuppen auf jeden Fall finden. Hoppala. Ach, bis zum nächsten Mal. Tschüss.